Markus, wir versuchen mit dir Woche für Woche Tipps zu geben, wie man persönlich oder als Unternehmer umsteigt auf, sage ich, nachhaltigeres Verhalten oder Leben, auch Konsum. Insbesondere geht es darum, um die Klimakrise und Biodiversitätskrise und unseren persönlichen und unternehmerischen Beitrag dazu. Du bist ein Gründer mit ordentlichem Track Record, ein Impact Investor und hast dich jetzt auch in dieses Thema vertieft, baust dein neues Venture in diesem Bereich auf. Also sehr, sehr spannendes Thema. Du willst sozusagen mit deiner Plattform uns Konsumenten die Entscheidung in einem Markt sozusagen erleichtern, richtig sozusagen zu konsumieren, nachhaltig zu konsumieren. Und hast natürlich ein großes Themenwissen in dem Bereich und versuchst auch persönlich Woche für Woche Maßnahmen zu treffen, die auf dieses Thema einzahlen. Wir haben uns jetzt 2 Wochen unterschiedliche Themen angeschaut, welche Wechsel zur erneuerbaren Energie, dann in der zweiten Folge Duschgel und Co. durch Seife ersetzt. Und heute geht es natürlich um großes, großes Thema, Reduktion von Fleischkonsum. Das ist natürlich ein Thema, das emotionalisiert. Man sagt, ich lasse mir mein Schnitzel nicht wegnehmen und so weiter. Da gibt es natürlich viele, viele Gründe, wieso dieses Thema emotional so beladen ist. Und jetzt wollen wir das ein bisschen herunterbrechen. Wieso ist das überhaupt ein Thema? Welchen Beitrag kann man dadurch leisten? Welche Möglichkeiten entstehen, Startups entstehen und auch welche Möglichkeiten für die Unternehmer in dem Zusammenhang entstehen? Reduktion von Fleischkonsum. Was ist das Thema dahinter? Genau, eine ganz wichtige Nachricht gleich vorneweg. Niemand braucht auf sein Schnitzel verzichten. Es geht nicht darum, dass wir jetzt alle vegan werden müssen, Vegetarier werden müssen. Es geht darum, dass wir heute ein Level an Fleischkonsum letztendlich haben, der aus Umweltgesichtspunkten alles andere als nachhaltig ist, und der auch unserer Gesundheit massiv schadet, der wirklich unsere Lebenserwartung um Jahre verkürzt. Und aus Umweltgesichtspunkten gibt es da 2 Themen. Einerseits Landnutzung, das heißt, sehr viel Land wird bei uns dazu verwendet, Fleisch anzubauen, das dann der Natur, nicht der wilden Natur nicht mehr zur Verfügung steht. Und andererseits hat es einen massiven Impact auf das Thema CO2, also Klimagas. Und ja, die 3 Themen gemeinsam mit dem Gesundheitsaspekt schauen wir uns heute an. Hast du ein paar Zahlen mitgebracht, was sozusagen die Landnutzung anbelangt, damit man das ein bisschen besser versteht? Genau, ja. Also wenn wir uns unseren Planeten anschauen, dann ist es so, dass 30% Landfläche ist und 70% Ozeane. Von diesen 30% Landfläche sind wiederum 70% irgendwie nutzbar. Das heißt, 30% sind Gletscher, sind Wüste, sind Strände oder ähnliches. Und 50% der nutzbaren Fläche wird bereits heute für die Landwirtschaft genutzt. Das heißt, es bleiben nur noch 50% für andere Themen wie Wald, wie Buschlandschaft oder zum Beispiel für unsere Städte und Infrastruktur. Das ist auch eine interessante Zahl. Global wird nur 1% der Fläche für Städte und Infrastruktur genutzt. Hätte ich mir zum Beispiel eigentlich viel mehr Super erwartet. weniger. Ja, ist total interessant. Aber 77% von dieser landwirtschaftlich genutzten Fläche wird heute für die Fleischproduktion genutzt. Und das, obwohl wir nur 18% unserer Kalorien aus Fleisch kriegen. Das heißt, jedes Kilo produziertes Fleisch hat einen massiven Impact auf die Fläche, die wir brauchen. Und das bedeutet natürlich indirekt Abholzung von Regenwäldern, das bedeutet, dass Waldgebiete entfernt werden, bedeutet, dass letztendlich viele, viele Tierarten da draußen ihren Lebensraum verlieren. Und diese Tierarten, egal ob das jetzt Insekten sind, ob das was auch immer, leisten letztendlich einen Riesenbeitrag und leisten massive Services für uns. Weil wenn die Bienen nicht unsere Äpfel bestäuben würden oder unser Korn, unsere Mandeln, was auch immer, dann hätten wir ein Riesenproblem. Und das andere Thema ist, dass vielfach dieser Landbau einfach auf eine nicht nachhaltige Art und Weise passiert, wo letztendlich sogar die Bodenqualität dermaßen erodiert, dass man es gar nicht mehr landwirtschaftlich nutzen kann. Also viele, viele Themen da aus Sicht von Land Use, also Flächenverbrauch. Und gleichzeitig ist das Thema, immer mehr Menschen können sich Fleisch leisten, immer mehr Menschen wollen Fleisch konsumieren und dieser Konsum ist am Explodieren und führt dazu, dass halt noch mehr Fläche letztendlich dafür
verbraucht wird. Also so schaut es aus Sicht von Landnutzung. Und gleichzeitig sagst du, gibt es auch gesundheitliche Bedenken? Die World Health Organization, glaube ich, hat da übermäßigen Fleischkonsum schon auf der Liste der, ich weiß nicht, ob das jetzt gesundheitsschädlich ist oder ja, wie das richtig nennt, wenn man das richtig nennt, Disclaimer habe ich jetzt nicht überprüft, aber du hast da mehr Detailinfos. Also der übermäßige Fleischkonsum, den wir heute großteils leben, verkürzt wirklich unsere Lebenserwartung um Jahre. Das wissen wir, das ist ein Fakt. Das wissen wir. Es geht vor allem da auch um rotes Fleisch, okay, also um Rindfleisch zum Beispiel. Es geht vor allem auch um hochgradig verarbeitetes Fleisch, also Wurst, Schinken und Co., die bei den Mengen, die wir konsumieren, einen ganz massiven negativen Impact auf unsere Gesundheit haben, weil sie halt zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigen und so weiter. Das ist das Gesundheitsthema. Und das zweite Umweltthema ist natürlich der Impact auf die Klimakrise, weil 9% unserer Klimagasemissionen stammen aus der Fleischproduktion. Das heißt, ist natürlich auch ein Riesentreiber hier. Wenn wir weniger Fleisch konsumieren würden, könnten wir uns hier einiges einsparen. Und der Hintergrund der ist der, dass zum Beispiel Rinder Methan, ich weiß nicht, ob man das ausstoßen, sagen kann, aber sagen wir ausstoßen. Ja. Und Methan ist ein unglaublich potentes Treibhausgas, noch viel stärker, das noch viel stärker wirkt als jetzt CO2, okay, aber trotzdem in ein sogenanntes CO2-Äquivalent umgerechnet werden kann. Und das hat einen massiv negativen Impact aufs Klima. Da ist vielleicht auch interessant, dass es darauf ankommt, welches Fleisch man konsumiert. Das heißt zum Beispiel, ein Hühnerfleisch hat ein deutlich niedrigeren Impact als jetzt ein Kilo Rindfleisch. Und glaube, noch ein Thema in dem Zusammenhang ist schlussendlich auch die Fütterung von Tieren. Sind das Sojaprodukte, sind das sonstige Produkte, auch Wasserverbrauch sozusagen, wenn man das jetzt sagt? Ja, ganz ein wesentlicher Punkt. Also wenn man heute konventionelles Schweinefleisch kauft oder Hühnerfleisch kauft, also konventionell meine ich nicht Bio, dann hat man relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass diese Tiere gefüttert worden sind mit gentechnisch veränderten Soja aus Brasilien, potenziell von Flächen, wo Urwald gerodet ist. Das heißt, wenn ich mir heute mein Nicht-Bio-Schnitzel gönne, dann zahle ich indirekt mit meinem Geld dafür, dass irgendjemand im Amazonas den Urwald abholzt, der letztendlich für uns und unsere zukünftigen Generationen von unschätzbarem Wert ist, weil er eben sehr viel CO2 bindet und das Wetter komplett bestimmt. Und wir schneiden uns da mit jedem nicht nachhaltig produzierten Schnitzel, das wir uns gönnen, letztendlich selber ins Bein. Und insbesondere essen wir sprichwörtlich die Zukunft unserer Kinder. Und das ist einfach was, wo ich mich beschlossen habe, okay, das mag ich nicht mehr machen. Ich habe deshalb meinen Fleischkonsum und auch den meiner Familie haben wir reduziert auf 2 bis 3 Mal, bei uns 2 Mal, aber man kann ruhig auch auf 2 Mal reduzieren, die Woche, in Summe 700 Gramm ungekocht maximal, das entspricht ca. 500 Gramm gekochtes Fleisch, und maximal 50 Gramm Wurst pro Woche. Das ist das, was aus Gesundheitssicht eben sinnvoll ist und was schon deutlich weniger ist als das, was die meisten Menschen da draußen heute täglich zu sich nehmen. Und das machen wir. Wir haben nie wahnsinnig viel Fleisch gegessen. Es gibt viele, viele tolle andere Dinge, die man essen kann. Natürlich schauen wir auch insbesondere darauf, dass wir, wenn wir uns Fleisch gönnen, wirklich gutes Fleisch gönnen, sprich nur Bio, im Idealfall natürlich auch regional produziert, weil da kann ich eben sicher sein, dass diese Tiere nicht gefüttert werden mit Soja aus Brasilien, der gentechnisch verändert wurde. Und das ist diese Woche unser One Change a Week mit der Aufforderung oder der Einladung, dass ihr es auch einfach mal ausprobiert und sagt, hey, ich reduziere meinen Fleischkonsum, es muss ja nicht gleich auf 2 Mal die Woche sein, aber man kann zumindest einmal 1, 2, 3 Tage machen, wo man sagt, okay, heute ernähre ich mich einmal ohne Fleisch. Probiert es aus, geht sehr einfach und man tut sich selbst damit massiv was Gutes, aber letztendlich auch der Umwelt. Jetzt bekommt man das konventionelle Fleisch irgendwie, persönliche Meinung, in dem Fall absurderweise um 3 Euro pro Kilo im Laden. Und beim Bio bist du schnell einmal bei 20, 30 Euro. Jetzt muss man
sich vor Augen halten, dass das nicht für alle Menschen und Familien leistbar ist. Das ist wirklich eine finanzielle Belastung. Ist es aber dann leistbar, wenn man das reduziert und auf 1-2 Tage sozusagen einschränkt? Genau, absolut. Also es gibt da zum Beispiel vom WWF auch Rechenbeispiele, wo man immer konventionelle Ernährung quasi umgestellt hat auf eine größtenteils auf pflanzenbasierende. Wobei da natürlich die Challenge die ist, dass Menschen mit niedrigem Einkommen sich häufig auch leider von Fertiggerichten und Co. produzieren, weil sie einfach auch zeitlich massiv unter Stress sind, teilweise 2-3 Jobs nebeneinander irgendwie handeln müssen und gar nicht einmal die Zeit haben, für sich wirklich gut zu kochen. Und aber wenn man sich die Zeit nimmt, wenn man wirklich sich seine Ernährung umstellt auf viel pflanzlich, weniger Fleisch, so, aber dann dafür Bio, dann ist das auch zu annähernd selben Kosten möglich. Sehr spannend. Wir wollen uns natürlich Woche für Woche mit dir anschauen, welche Markt-Opportunities in diesen Bereichen auch entstehen oder welche Startups es Bereich in dem Fall gibt. Man kennt sozusagen die Neubürgerfamilie, das Leberkäse, haben die Youngster sozusagen eine fleischlose Schiene gestartet mit Hermann. Es gibt den Rebel Meat von Philipp Stangl und seinen Partnern, ganz spannende Produkte. Was siehst du da für Entwicklungen am Markt und welche Chancen gibt es bis hin zu Konsumentenplattformen wie deine eigene? Welchen Beitrag können auch diese, sage ich, Plattformmodelle leisten, damit wir die richtigen Entscheidungen treffen können? Weil in den meisten Fällen wissen es die Leute nicht. Ne? Sie wissen es nicht, dass das Tier mit Soja aus Brasilien gefüttert wurde. Das ist ja nirgendwo aufgeschrieben. Genau, also Rebel Meat ist ein super Beispiel, weil ich die auch persönlich unterstütze und sehr großer Verfechter bin davon. Es ist im Prinzip ein Burger, der zu 50% aus Biofleisch besteht, zu 50% aus Pilzen. Und wenn man den konsumiert, gibt es in immer mehr Gastronomiebetrieben, kann man wirklich was tun, um seinen CO2-Impact zu reduzieren. Zu meinem eigenen Startup, an dem ich jetzt wieder ganz frisch und ganz früh dran bin, da geht es, wie du vorhin schon gesagt hast, darum, Konsumenten dabei zu unterstützen, gesünder und nachhaltiger einzukaufen. Das heißt, wir möchten das Unternehmen Kunden, also unseren Usern ermöglichen, unseren Nutzern ermöglichen, ihre Werte zu definieren, was ist ihnen heute wichtig. Das heißt, du kannst einfach nur sagen, ja, ich möchte regional konsumieren, ich möchte saisonal und ich mag zum Beispiel keine Eier aus Käfighaltung, und dann unterstützt unsere Lösung dich beim Einkaufen. Das heißt, du kannst entweder einzelne Produkte scannen oder wir haben auch einen sehr interessanten Weg gefunden, wie du unserer Technologie deinen gesamten Einkaufsbasket quasi mit uns teilen kannst. Und das ermöglicht unsere Technologie dann, dir Feedback zu geben und zu sagen, du, die 3 Produkte, die du diese Woche gekauft hast, sind eigentlich überhaupt nicht, stimmen überhaupt nicht mit deinen Werten überein. Oder wir können dir dann auch Content liefern und die, genau diese Themen wie, hey, wusstest du, dass du jetzt zwar keine Eier aus Käfighaltung isst, aber dass die Eier aus Bodenhaltung oder selbst die Eier, die aus Freilandhaltung kommen, zu einem sehr, sehr großen Teil mit Soja aus Südamerika gefüttert werden und du damit letztendlich indirekt mit deinem Geld dafür wählst, dass dort Dschungel abgeholzt wird. Genau diese Informationen sind es, glaube ich, die dann auch Menschen dazu bringen, dass sie sagen, okay, ich mag nicht, nur weil das Fleisch ein paar Euro billiger ist, meinen Kindern und mir selbst letztendlich unsere Lebensgrundlage in der Zukunft wegnehmen. Und ich sehe das einfach als meine Aufgabe und als einen Teil meines Lifestyles zu sagen, das unterstütze ich nicht und ich wähle mit meinem Geld für Produkte, die nachhaltig produziert worden sind. In welche Richtung wird sich da aus deiner Sicht die Gesellschaft entwickeln? Wir haben, es gibt dieses berühmte Netflix-Film gerade, der sehr gehypt wird, wo veganer Lifestyle promoted wird. Es gibt unterschiedliche Bewegungen. Ich habe jetzt unlängst auch, glaube ich, gestern irgendwo gelesen, Influencer auf Instagram, die schon sagen, ich trinke kein Wasser, sondern hole mein Wasser aus Gemüse und Obst und sonstigen Themen. Also man wird dann immer wieder schon bei den Extremen. Muss man bei den Extremen landen oder gibt es einen Mittelweg? Nein, ich bin überzeugt, dass es einen Mittelweg gibt. Ich glaube, dass es auch diese Extreme braucht manchmal, um Entwicklung anzustoßen. Und ich glaube, es wird aber letztendlich auf einen Mittelweg hinauslaufen. Ich glaube, es braucht diese 5%, die wirklich eine massive Veränderung triggert und letztendlich die sagen, hey,
schau her, es ist nicht normal, was wir da tun und, das, und wir können so nicht weitermachen und die euch bereit sind, da letztendlich etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen und ihr Leben danach auszurichten, dass sie einfach ressourcenschonender und auch nachhaltiger konsumieren und gesünder konsumieren. Und ich glaube, dass das sehr viele Effekte haben wird. Ich glaube, dass die Politik, wenn sie sieht, hey, da gibt es immer mehr Konsumenten, die das wirklich nicht nur sagen, sie wollen, sondern die auch so leben. Und das wird dann normal in der Gesellschaft. Das wird dann der Standard, der für uns moralisch vertretbar wird. Und dann wird auch die Politik nachziehen und entsprechend die Standards hier heben. Aber ich glaube, es braucht diese 5-10%. Es braucht dich und uns, dass wir wirklich diese Bewegung lostreten. Und genau das möchte ich auch mit diesem nächsten Startup, an dem ich jetzt dran bin mit meinem Team, fördern, dass es Menschen, die hier was bewegen wollen, einfach einfacher haben und wirklich mehr Informationen kriegen, was sind nachhaltiger produzierte Produkte und was kann man tun, um seinen Impact einfach hier zu reduzieren. Und das ist, glaube ich, auch deswegen wichtig, weil nicht überall, wo Nachhaltigkeit draufsteht, ist Nachhaltigkeit drinnen. Wir kennen sehr viele auch Produkte aus dem veganen Bereich, wo aber drinnen genmanipulierte Zutaten sind, wo viele E-Nummern, viele industriell produzierte sozusagen Ware drinnen ist, Ergänzungsstoffe und so weiter. Das ist ja wohl nicht der Weisheit letzter Schluss, dass wir in diese Richtung abdriften. Genau, absolut. Also es gibt auch diverse Studien, die zeigen, dass eben hochprozessiertes Essen, highly processed food, wirklich in Zusammenhang steht mit negativen Gesundheitsauswirkungen und teilweise die Ansätze, die jetzt hier diverse Startups machen mit veganen Burger und Co., haben halt, bestehen halt vielfach aus hochprozessierten Prozessen, basieren auf hochprozessierten Prozessen, basieren auf gentechnisch veränderten Inhaltsstoffen und sehe ich nicht als den Weg. Stoßt vielleicht auch eine Veränderung an und ist sicher Teil des Weges, den wir brauchen. Aber ich glaube nicht, dass es der Weisheit Schluss ist. Ja. Vielleicht letzte Frage. Es gibt ja in Silicon Valley auch Startups, die beginnen von Harvard oder Stanford, glaube ich, heraus, auch das sogenannte synthetische Fleisch zu produzieren. In Labor nachgemachtes Fleisch schmeckt angeblich 1:1 so wie ein Steak normal, nur es wird aus pflanzlichen Stoffen oder aus künstlichen Stoffen produziert. Was hältst du davon? Ist das ein Trend, das sich verbreiten wird? Ja, glaube ich persönlich schon dran. Ich glaube insbesondere im Zusammenhang mit Hybrid Meat dran. Das heißt, wenn wir jetzt an Rebel Meat denken, ich glaube, dass derartige Startups dazu übergehen werden, statt echtem Fleisch, oder es ist ja letztendlich auch echtes Fleisch, aber halt im Labor gezüchtetes Fleisch. Das heißt, die werden dazu übergehen, dieses Laborfleisch mit Pilzen zu blenden, zu vermischen und damit letztendlich eine wichtige Brückentechnologie bieten, weil dieses Laborfleisch ist heute noch irrsinnig teuer und so ein Laborfleisch, 100% Laborfleisch Burger ist einerseits aus Kostensicht, andererseits auch von der Konsistenz her wahrscheinlich nicht das, was wir uns leisten können und wollen. Und da spielen solche Brückentechnologien dann eine spannende Rolle, wo Startups eine wesentliche Rolle spielen können. Cool. Abschließend, gibt es noch sozusagen Startups, die im Kommen sind, die du da erwähnen könntest, möchtest, oder haben wir das Thema abgehandelt? Ich glaube, das Thema haben wir ganz gut abgehandelt, auch wenn da noch viel ist. Vielleicht noch ein Appell, schaut euch das Thema Fleischkonsum nicht nur in eurem privaten Konsum an, sondern schaut euch an, wie es bei euch in der Kantine im Betrieb ausschaut. Ich war gerade vor kurzem in einer Kantine zu Gast. Es gab, ich glaube, 2 oder 3 Fleischgerichte und eine vegetarische Option, die noch dazu nicht sonderlich schmackhaft ausgeschaut hat. Habe mich natürlich trotzdem dafür entschieden. Aber ganz wichtig, dass man hier auch dann beginnt, die Verantwortlichen darauf hinzuweisen und nachfragt, hey, wie schaut's aus mit einem Klimateller oder mit einem vegetarischen Gericht. Oder man kann auch so einzelne Ansätze zum Beispiel, die ganz gut funktionieren, zum Beispiel, wenn man in der Kantine das vegetarische Gericht früher positioniert, also näher am Eingang positioniert, wird es auch öfters bestellt. Das heißt, man kann über Nudging hier auch darauf einwirken, dass Konsumenten eher zum vegetarischen Angebot greifen als zum Fleisch. Und das sind alles spannende Tipps, wo es auch Startups gibt. Eins zum Beispiel in den Niederlanden, die haben sich darauf spezialisiert,
Gastronomiebereich zu unterstützen, zu nachhaltigeren Rezepten überzugehen, Konsumenten dabei zu unterstützen, hier mehr nachhaltigere Produkte zu konsumieren. Und da kann man sich vieles sicher abschauen. Und wie man sieht, auch hier gibt es massive Opportunities für Startups. Ja, cool. Wahrscheinlich auch so eine Kochsendung. Ne? Jamie Oliver für vegetarische Gerichte wäre ja spannend. Gibt es ja nicht wirklich so viel auf dem Markt. Ja, ja, vielleicht ein Wiener Startup, das extrem spannend ist auch, wobei da weiß ich nicht ganz, wie viel ich erzählen darf. Feinkoch. Sag nur so viel, Augen und Ohren offen halten. Die unterstützen letztendlich uns dabei, entsprechend unserer Wünsche dann auch selbst zu kochen, und da kommt auch was sehr was Spannendes daher. Und haben natürlich viele Rezepte im Portfolio im Hintergrund und sind da sehr, sehr spannend unterwegs. Super, Markus, das war heute das Thema Reduktion von Fleisch, nicht Verzicht. Das ist auch eine wichtige Message. 750 Gramm pro Woche Rohgewicht ist ja nicht so wenig. Da kann man schon ein bisschen das Leben genießen, sage ich jetzt genau. Einmal, wenn man das gewohnt ist. Und viele, viele Marktopportunities und Hintergründe zu diesem Thema. Vielen Dank und ich freue mich auf die nächste Sendung. Hat mich gefreut, wieder hier bei dir sein zu können. Danke, danke. Und bis zur nächsten Woche.